Die Kraft des Vollmondes. Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum Vollmond-Special. Der zweite Vollmond im Steinbock. Den ersten hatten wir vor 4 Wochen und am 21.07. um ca. 12.16 Uhr haben wir nun den zweiten Vollmond im Steinbock. Und ich habe euch ja immer wieder in den letzten Legungen gesagt, ne, schau und beobachte, welche Themen zeigen sich. Hier geht es ganz viel um Erkennen, Annehmen, Loslassen, Transformieren. Nutze die kardinale Energie, die jetzt der Steinbock mit all den ganzen Planeten, mit Uranus, mit Pluto im Fokus, jetzt ins Energiefeld bringt. Und ich sage es euch, hier kommt eine richtige transformierende Energie. Es geht bei diesem Vollmond nicht darum, möglichst schnell etwas zu manifestieren, sondern dieser Vollmond bringt etwas Großes, ja, etwas Großes, was jetzt entstehen möchte, aber nicht schnell, sondern auf Dauer gesehen. Und dafür habe ich mir eine besondere Legung für euch überlegt und starte auch direkt rein. Ich lade dich herzlich ein am Mittwoch, am 24.07. nächste Woche Mittwoch, am magischen Mittwoch um 18 Uhr zum Infocall kostenfrei hinzuzustoßen. Und zwar gibt es wieder die nächste Runde in der Aura Healing Master Ausbildung. Im Herbst geht es los und alle wichtigen Informationen zu dieser holistischen, megamäßig spirituellen, heilenden und grenzgenialen Ausbildung kannst du dir am Mittwoch anhören und all deine Fragen stellen. Den Link zur Anmeldung für den Zoom-Call findest du im Kommentarfeld und in der Infobox. In diesem Sinne starten wir für das Seelenkollektiv auf meinem Kanal in Bezug auf den Vollmond am Sonntag im Steinbock. Was sagt uns das Universum mit den Mondkarten? Welche Botschaft des Mondes kommt? Und hier haben wir die Mondgöttin, die sich zeigt, die höhere Macht. Und genau darum geht es unter anderem auch. Es geht nämlich darum, auch ganz genau zu beleuchten, hey, wo hältst du noch aus dem Ego an einer Vision fest, an etwas, wo du mit einem gewissen Willen, ich will, festhältst, aber deine Seele und ja, die höhere Macht einfach was viel Grenzgenialeres für dich einfach vorbestimmt hat. Wo darfst du dich jetzt wirklich von gewissen Themen noch lösen? Wir gucken gleich auch rein, was ist das größte Thema des Abschlusses, was losgelassen werden muss, um Raum zu schaffen. Hier schaltet sich wieder einmal die höhere Macht ein, um dir zu sagen, hey, es geht doch um so viel mehr. Auch wenn du das Gefühl hast, wenn du jetzt einen anderen Weg gehst, könntest du scheitern oder verurteilt werden von anderen, weil du Dinge anders machst als die Masse. Mach es. Mach den Unterschied. Denn wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche, ihr Lieben. Deswegen mach dein Ding. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Es ist einfach, ja, ein tolles Lebensgefühl. Es ist nicht immer leicht, aber am Ende, wenn du den Unterschied machst, kannst du echt abklatschen. Positiv. Okay, gucken wir rein mit den Moonology-Orakelkarten, mit dem Mondorakel. Nummer 2, welche nächste Mondenergie kommt hier? Das Ziel ist fast erreicht. Geh durch deine Ängste. Gerade noch von gesprochen, ihr Lieben. Und schaut mal, deine Hingabe wird getestet. Die Botschaft hatten wir in der 72-Stunden-Legung. Schau sie dir gerne auch an, denn die wirkt ja ebenfalls noch. Also, du stehst kurz vor einer Zielerreichung. Du hast wahrscheinlich sehr viel reflektiert, du bist bewusst unterwegs und jetzt brauchst du quasi noch so ein Schrittchen, ja, so eine Stellschraube, um einfach dann zu einer höheren Perspektive aufzusteigen. Gerade wenn du Aspekte von folgenden Sternzeichen in dir trägst, von Waage, Steinbock, Krebs und Widder, wirst du wahrscheinlich diese Vollmondenergien extremst wahrnehmen. Gleichzeitig haben wir einen krassen Anstieg von der Schumi-Frequenz, Sonnenstürme sind aktiv. Das kann dir einen immensen Power-Wurf geben, aber gleichzeitig kann es auch sein, dass du dich sehr müde fühlst. Warum? Weil dein Körper in der absoluten Aufstiegsphase ist. Und dann brauchen wir einfach auch mal die Ruhe und den ausreichenden, ausgewogenen Schlaf. Nimm es einfach an, wie es ist. Und hier mit dem Neumond, der Neumond im Skorpion-Energie, geh durch deine Ängste, ist es wichtig, um deine Vision, dem höheren
zu dienen, der höheren Macht jetzt Raum zu geben. Geh mit deinen Ängsten in deine Vision. Komm in die Zielerreichung. Das ist jetzt gerade der Push, den du hier bekommst. Hey, du hast es doch schon so gut wie geschafft. Alright, ihr Lovelies, wir gucken rein mit den Tarotkarten und schauen mal. Ja, das hat ja richtig gut funktioniert, würde ich sagen. So. Wir schauen rein, welches Thema möchte in den Abschluss gehen? Wo darfst du Raum schaffen? Nehmen wir die beiden. Und ab jetzt hätte ich bitte gerne nur eine Botschaft. Punkt 2 ist der blinde Fleck. Das ist ein Thema, wo du nicht hinschauen wolltest. Was hast du übersehen in den letzten Wochen, was jetzt noch wichtig ist, was du unbedingt betrachten solltest? Alles klärchen. Nummer 3, das ist dein Ego-Thema, der Überwille, wo du einfach noch aus einem gewissen Stolz heraus festhältst, was aber gar nicht mehr deiner Seelenvision hier dient. Zack. Nummer 4, was ist der höhere Wille, die höhere Macht, deine wahrhaftige Mission? Was ist es? Okay. Die größte Kursänderung, die jetzt stattfindet für mein Seelenkollektiv. Zack. Dann gucken wir auf einen Tipp von Miracle Whip. Und jetzt bitte ich um den Ruf deiner Seele. Und zwar lade ich deine Seele ein, uns eine Information zu geben, wohin möchte sie dich bringen. Wozu will deine Seele dich jetzt gerade führen und hinleiten? So, ich gucke gleich, ob ihr das auch alle wunderschön hier sehen könnt, aber davon gehe ich aus. Und Nummer 8, das ist die Zielbotschaft, eine liebevolle Botschaft von Mama Mondin. Ja, liebevoll und tatsächlich auch ziemlich feurig. Judy! Judy, unterliegende Energie sind die 8 Schwerter. 8 Schwerter ist genau das, dieses letzte Quäntchen von Schau hin, Gedankenmuster, was dich immer wieder vielleicht auch aus der Ruhe bringt, schlaflose Nächte haben. Die Einladung, ganz genau mal hinzuschauen, womit quälst du dich? Wo lässt du dich einfach noch zu krass von gewissen Themen und Menschen und vor allen Dingen auch von deinen Gedanken beeinflussen? Schwertenergie ist immer die Energie im Kopf, heißt die mentale Kraft. Und hier mit den 8 Schwertern ist es tatsächlich irgendwo, fühlst du dich vielleicht gerade gefangen, sabotierst dich selber, steckst in limitierenden Glaubenssätzen los und das könnte sich jetzt nochmal mit dem Vollmond zeigen. Was ist das große Abschluss? Ja, das große Abschlussthema, was losgelassen werden will. Definitiv ein Abschluss mit der Welt. Ja, ein Kapitel will hier beendet werden. Wir haben die Welt und die Temperance, die Mäßigkeit, Heilung, Geduld, Weiblichkeit. Da musst du jetzt Raum schaffen. Hier darfst du wirklich wieder ins Vertrauen kommen, in den natürlichen Fluss kommen. 2 große Arkana-Karten, ihr Lieben. Das heißt, es geht hier wirklich um ein Riesen-Lebensthema für dich. Ein Riesenthema, wo darfst du jetzt wirklich hinschauen? Wo ist gerade in dir? Fangen wir mal hier mit der Mäßigkeit an. Wo darfst du in den inneren Frieden kommen? Wo darfst du noch mehr in den Einklang kommen? Wo kannst du dich jetzt von Stress, von Überreaktionen und einem gewissen Ungleichgewicht dich einfach lösen? Und ich weiß, dass das nicht immer so einfach ist, wie wir Coaches, wir Menschen, wer auch immer, wir die davon erzählen. Aber es kann leichter sein. Vielleicht ist es wichtig für dich, eine gewisse Reise abzusagen oder jetzt auch zu gucken, hey, welche unerledigten Aufgaben hast du noch hier? Womit kannst du gerade schwierig abschließen? Du wirst ein Thema haben, weil hier liegt ein großes Lebensthema, was du lösen darfst. Schauen wir mal auf die Welt. Lasst uns mal ein bisschen in die Klärung gehen. Auf die Welt geklärt. Karma, Diskussionen, Konflikte,
abschließen. Ja, diskutiere nicht, wo du sowieso merkst, fährst du gegen die Wand, den Wagen fährst du gegen die Wand, sprichst irgendwie gegen eine chinesische Mauer, raus da. Zweifel, raus da. Schau dir die zwei Felder an, aber guck ganz genau, wo bringst du deine Energie gerade wirklich unter, und wo kostet es dich einfach nur hier wieder unzählige Stunden an Schlaf? Was raubt dir hier wirklich auf unmenschlicher Ebene deine Energie, wo du jetzt selbstständig und eigenverantwortlich sagen darfst: Ende, Abschluss, pam, raus, ich möchte ein neues Kapitel öffnen. Die Mäßigkeit, das heißt die Temperance, darauf geklärt, kommt hier auch noch etwas. Ja, der Neuanfang in kleinen Schritten, das heißt im rechten Maß, inneres Kind. Moment, ich steige schon wieder einmal ab, aber natürlich nur hier physisch. Geheilt werden möchte dein inneres Kind. Und ich check gerade mal mit deinem inneren Kind ein. Und lasst uns doch mal dein inneres Kind, euer inneres Kind begrüßen und sagen: Hey, lange nicht gesehen. Gut siehst du aus. Und ich möchte dir heute sagen, das geht an alle inneren Kinder. Denn überall, jeder von uns hat ein inneres Kind. Du bist wundervoll. Du darfst spielen, du darfst frei sein und ja, du darfst auch heilen. Du darfst auch mal schlecht drauf sein, du darfst auch mal traurig sein, denn auch ich als Erwachsene bin ebenfalls mal traurig und nicht gut drauf. Auch wenn wir Menschen, wir Erwachsenen, manchmal eine Maske aufsetzen. Ich bin da. Sag es deinem inneren Kind, dass du für dein inneres Kind da bist. Und hier entsteht Heilung durch einen Neuanfang. Heilung, indem du die Welt wieder mit den Augen eines Kindes entdeckst. Die Abenteuerlust einfach jetzt steigerst. Wieder wirklich Lebenslust in dir aktivierst. Unabhängig von außen, unabhängig von dem Gedanken, der, die, das muss mich glücklich machen, muss mich sehen, muss mich finden. Keiner muss irgendwas. Nur sterben. Das müssen wir alle. Wir schauen tiefer rein in den blinden Fleck und das ist die Eigenverantwortung. Der Wagen. Wo hast du gerade irgendwo die Kontrolle verloren? Über dein Leben, über gewisse Gedanken, über auch Energiefelder. Wem gibst du gerade so viel Macht? Über das, wie du dich fühlst, über das, wie du denkst. Und das ist so der blinde Fleck, jetzt ins Tun zu kommen. Ich habe eben schon gesagt, wir haben hier kardinale Sternzeichen im Vordergrund stehen und das sind die Umsetzer. Da geht es wirklich darum, in die Umsetzung zu gehen, etwas zu kreieren und deine Vision zu leben. Hier kommt nichts von außen. Hier geht es wirklich um dich. Wieder die richtige Richtung anzupeilen und in deinem Tempo. Das heißt hier nicht, dass das hier Knall auf Fall passieren muss. Für einige wird es wichtig, weil diese schnelle Energie mit den sieben Stäben liegt hier oben von der Mondbotschaft. Aber der Fokus, der blinde Fleck, irgendwo ist der Fokus und eine gewisse Willenskraft, ja, ein bisschen untergegangen. Dein Selbstbewusstsein, dir bewusst zu machen, dass du erfolgreich sein kannst, wenn du durch deine Ängste durchgehst. Hey, das Ziel ist fast erreicht, aber das ist der blinde Fleck. Das ist das, was du gerade vielleicht gar nicht siehst. Und daran darfst du dich wieder erinnern. Die Ego-Themen der Überwille sind die sechs Münzen. Der Überwille, ich will aber auf Biegen und Brechen, dass eine Harmonie einkehrt von außen, dass ich etwas von außen bekomme, dass die Wunscherfüllung mir jetzt gegeben wird. Und jetzt achte mal darauf. Bist du eher in der Harmonie, wenn du dir Wunder wünschst, oder bist du eher wirklich in diesem Überwillen? Ich will das jetzt. Aber ich glaube eigentlich gar nicht mehr dran. Weil wenn du nicht dran glaubst und nicht in der Herzensenergie bist, in dieser Sanftheit, dann kann auch nichts passieren. Dieser extreme Wille, vielleicht auch immer ganz viel für andere zu geben, dich aufzuopfern, damit möglichst alles in Balance ist. Akzeptiere mal, dass auch andere Menschen für sich selbst verantwortlich sind und du alleine bist lediglich für dich verantwortlich. Die sechs Münzen weisen einfach auch darauf hin, dass ein Überwille auch entsteht, was einfach eine, ja, wo bist du vielleicht zu großzügig, zu harmoniesüchtig und gehst lieber einer Konfrontation oder auch deinen Ängsten aus dem Weg. Hauptsache, du eckst nirgendwo an.
könnte der blinde Fleck sein, ne? Manchmal eckt man halt auch mal an, wenn es im Wagen ein bisschen ruppelt und buppelt. Und deswegen ist halt die Kontrolle über die eigenen Gedanken und die eigenen Emotionen gerade wirklich super wichtig, da nochmal hinzuschauen. Wir klären mal auf die 6 Münzen, ob hier noch etwas ins Feld kommen möchte. Das können Mutterthemen sein, das können aber auch Themen mit Eifersucht und Neidern sein. Gegebenenfalls auch mit einem Gegenüber. Der Überwille, vielleicht auch so ein bisschen manipulativ unterwegs zu sein, auf manipulative Art und Weise Selbstsabotage hier irgendetwas herbeizwingen. Aber darum geht es gerade gar nicht. Es geht tatsächlich nicht darum, dass du hier gerade ganz viel für die Heilung von anderen verantwortlich bist, denn hier geht es erstmal um dich. Und der höhere Wille, deine wahrhaftige Mission mit den 4 Münzen, ziemlich spannend ist nämlich, dass dir bewusst wird, welche Basis du hast. Dass du wirklich jetzt mal eintauchst und dir bewusst machst, auf welchem Fundament du gerade etwas kreierst, auf welchem Fundament baust du dein Leben auf welchen Werten und welchen Säulen. Wo trägst du vielleicht einfach auch noch falsche Schuhe? Ja, wo trägst du wirklich ein paar Schuhe, wo du merkst, es drückt, es tut weh, du kriegst Blasen, dir ist bewusst, es passt nicht, aber hältst immer noch dran fest. Deine Mission ist es, an den richtigen Werten festzuhalten, aber schau dir deine Werte an. Schau dir wirklich deine Werte an. Die Mission ist es, dass du kommunizierst, dass du deine Botschaft nach draußen bringst, egal in welcher Form. Das kann in Form von Unterstützung sein, von Verbindungen sein, in deinem Space, in deinem Kreis jetzt für Bewegung zu sorgen. In deinem Kreis nochmal ganz genau zu schauen, wer gehört eigentlich wirklich zu deinem, ja, Inner Circle, wo es dir gut geht, wo du sicher bist, wo du eine gute Basis hast. Halte an deiner Vision fest. Vielleicht schreibst du gerne. Vielleicht ist das eine Mission von dir. Aber es hat auf jeden Fall sehr viel hier mit einem Austausch zu tun, mit einer gewissen Art und Weise von Kommunikation, von Konversation. Das ist jetzt gerade erstmal wichtig, dass du diese Mission wirklich aus dem Herzen angehst und dir immer wieder bewusst machst, in die Dankbarkeit zu gehen für all das, was gerade da ist. Für stabile Beziehungen, eine solide Basis weiter wachsen zu lassen, Stück für Stück. Und wenn es sein muss, auch erstmal, ja, dass du einen gewissen Weg alleine gehst, für dich, dass du dich unterstützt. Aber dir werden die richtigen Menschen immer wieder ins Leben kommen, immer wieder. Wir machen weiter mit der größten Kursänderung und das sind die 3 Stäbe und die 3 Stäbe stehen ja wirklich für eine Reise. Die größte Kursänderung, diese, ja, Transformation ist vermutlich jetzt entweder spirituell gesehen, dass du jetzt hier, vielleicht auch die Ausbildung, vielleicht hast du eine Ausbildung, an der du festhalten darfst oder Karten legen oder irgendetwas, wo du so ein bisschen den Fokus verloren hast, worauf du dich jetzt wieder fokussieren darfst, denn die 3 Stäbe zeigen, hier geht etwas los. Und das ist die größte Transformation, jetzt gerade wirklich wieder dein Feuer zu entfachen. Heilung, Urvertrauen, eine gefühlte Heldensreise, die du antreten darfst. Die Segel neu setzen und zwar auf Seelenmission dürfen dir deine Segel jetzt wirklich gesetzt werden, unabhängig von dem, was im Außen ist. Und du hast schon eine Entscheidung getroffen. Du wächst, du entdeckst, du machst ganz viele neue Erfahrungen, du entwickelst dich. Und an diesem Verwickelten hältst du ja hier aus dem Ego noch fest. Das sind verwickelte Strukturen, da wurstelst du dich durch, da sind Verstrickungen einfach. Vielleicht auch nur auf materieller Ebene. Vielleicht hältst du dann noch an dem Thema Geld fest. Ja, lass mal ein bisschen los, hab einen guten Überblick. Aber erkenne, dass es um so viel mehr geht. Um so viel mehr. Geld ist eine zauberhafte Energie, aber befreie dich von Verlustängsten beispielsweise auch. Eine langfristige Veränderung durch diese Reise, die du jetzt gehst,
steht in dir ein sowas von krasses Fundament mit so tiefen Wurzeln, von so langfristigem Erfolg, der an deiner Seite ist. Und mit dem Tipp, die drei Kelche, verbinde dich mit den richtigen Menschen. Vielleicht sind es genau zwei oder drei Leute, mit denen du dich jetzt hier sehr verbunden fühlst, mit denen du gemeinsam diese transformierende Reise angehst. Die drei Kelche in Kombination mit dem Sarg, das ist eine emotionale Veränderung, Freude, Glück, Spaß. Bei manchen heißt es aber auch der Tipp, okay, wo musst du dich jetzt ein bisschen zurücknehmen aus einem gewissen Kreis, der dir nicht mehr dienlich ist? Wo darfst du jetzt auch eine gewisse Lustlosigkeit einfach mal verändern? Wo hast du vielleicht auch ein bisschen zu viel ins Glas geguckt? Wo sind aber auch drei Menschen? Wo ist da einer zu viel? Also irgendwo finde ich hier schon, geht es, und das könnte dir auch Angst machen, dass hier gerade zu viele Köche gerade am Kochtopf sind und alle wollen da was zu beitragen. Und hier ist es wichtig, na, hattest du schon Konflikte mit? Und jetzt hier zu sagen, okay, komm, ihr macht euer Ding, ich mach mein Ding und du wirst einen treuen Wegbegleiter, mindestens einen mit an deiner Seite haben. Deine Seele möchte dich einladen in die 6 Stäbe. Die klären wir mit dem Gegenüber. Und wir gehen von den 6 Stäben übrigens bei der Mondbotschaft in die 7 Stäbe rein. Auch ein spannender Prozess. Bei der Stabsenergie haben wir die Feuerenergie. Hier geht es sich alles immer um Kreativität, um Erfindergeist, um Inspiration, Passion, Hingabe, Leidenschaft. Die 6 Stäbe ist dein Sieg. Dein Erfolg, da möchte dich deine Seele hinbringen, dass du quasi auf deiner persönlichen Erfolgsleiter aufsteigst. Männliches Prinzip. Es muss noch nicht mal was mit einem Gegenüber zu tun haben, sondern dass du dafür losgehst. Mit der Eigenverantwortung, mit der wirklich eigenen Initiierung haben wir ja hier auch einen blinden Flecken. Also hier Selbstvertrauen pushen. Sei dir deiner selbst bewusst, deiner Kraft, deiner Macht, der Aktion wirklich jetzt etwas bewegen zu können. Und das für eine lange Zeit mit langfristigen Auswirkungen. Also was du heute denkst, wie du heute sprichst, was du heute tust, kann sein, dass sich das erst in 2, 3, 4 Monaten oder auch erst in einem Jahr zeigt. Aber es wird sich zeigen. Langsam, stetig, kontinuierlich. Also achte wirklich jeden Tag darauf, was geht in dir ab? Mit welchem Futter fütterst du dich geistig, aber natürlich auch körperlich? Achte gut auf dich. Und dann geht es nämlich in den Tipp von Mama Mondin. Mama Mondin sagt, hey, 7 Stäbe. Hier ist es wichtig, dass du für dich selbst einstehst, für dich selbst aufstehst. Gib mal einfach mal die Henne drauf, was da gerade für äußere Konflikte sind. Bleib mal bei dir. Wehre Menschen und Energievampire ab in einer gewissen Liebe und Sanftheit, in deiner Weisheit. Breite deine Flügel aus und erhebe dich, erhebe deinen Fokus. Erkenne das Warum. Es war um, es ist um, das und das zu machen. Erinnere dich an deine Stärke. Ne? Das ist ja auch das, was deine Seele hier möchte. 7 Stäbe. Und das ist das Glück. Und das ist nur noch ein kurzer Moment. Und hier haben wir sogar auch eine finanzielle Freiheit vermutlicherweise, wo gerade Einschnitte sind oder ziemlich plötzlich kommt hier auf einmal etwas auf dich zu. Finanziell, gefühlstechnisch. Distanziere dich von allem, was dir nicht mehr dient. Wo es wirklich unmenschlich war, wie du mit dir, mit deinem kompletten System umgegangen bist. Und ich möchte mal schauen, was sagt die Liebe? Was möchte dir die Liebe sagen? Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Also, die Liebe liebt dich. Und die Liebe und die Heilung kommt zu dir. Und egal, um was du gebeten hast, dein Gebet wird erhört. Dein Hilferuf ist angekommen. Hier fließt die Heilung. Das ist jetzt so wichtig. Hier darf so viel Raum entstehen, indem du jetzt wirklich Schritt für Schritt wieder den Weg findest und ihn weitergehst. Geh durch deine Angst durch. Geh durch die Konflikte.
Erlaub es dir und nutze die Kraft, die powervolle Kraft des Vollmondes. In deinem Tempo, für deine Themen, schau hin, wo darfst du jetzt die Eigenverantwortung übernehmen. Wir klären nochmal, vielleicht kommt noch was auf den Wagen. Ja, ne, die Wege. Ist super passend. Super passend, finde die Lösung, indem du wirklich schaust, hey, wo hast du gerade, naja, einen Umweg genommen oder wo stehst du einfach gerade vor einer Entscheidung, wo du schon eigentlich losgegangen bist, aber kurzzeitig die Orientierung verloren hast bei den ganzen Möglichkeiten, die du hast, dann bitte doch einfach mal um Hilfe. Bitte den lieben Gott, das Universum, deine Engel, mit wem auch immer du kommunizierst, bitte sie, sie sollen dir den richtigen Weg weisen. Weil dann musst du dir hier auch nicht mehr so viele Gedanken machen und kommst auch wieder zur Ruhe. Ich sage danke fürs Einschalten, ihr Lieben. Ich freue mich auf Mittwoch, 24.07. 24.18 Uhr. Wir sehen uns live im Zoom, wenn du dich unter dem Link kostenfrei anmeldest. Und ich freue mich auf eine weitere grenzgeniale Ausbildung mit ja, allen Soulies, die mit dabei sein möchten. In diesem Sinne, hab einen zauberhaften Vollmond.